So, einen schönen guten Tag, liebe Freunde. Ich begrüße euch zu Part Nummer 25 von Advance Wars. Einem wahrscheinlich sehr interessanten Part. So, in der letzten Mission, im letzten Part haben wir die Mission, die vorletzte Mission gegen Sturm absolviert, könnte man ja sagen. Und obwohl er ja sehr oft geheimnisvoll getan hat, wird er jetzt gleich sterben, zumindest in dieser Mission. Was er in der nächsten Mission zeigen wird, das wird, ja, ich kann hier schon mal sagen, brutal. Aber wenigstens haben wir jetzt hier erstmal einen Sieg eingefahren. So, also, es wird gleich heftig. War das dieses Ding? Es scheint schließlich unendlich. Andy. Hey, das ist Kit. Lang nicht gesehen. Wir haben nicht viel Zeit, Kleiner. Ich habe das Schlangennest gefunden. Hä? Dann ist das nicht. Das ist erst die Spitze des Eisbergs. Beeilung. Sonja ist in Gefahr. Oha, das war er nicht. Wow, ein Arang. Cool. Cool, cool, cool. So, denn jetzt geht die Action richtig ab. Wenn ihr mir nicht glaubt, dann achtet gleich auf die Map. Aber jetzt werden wir erstmal den Einleitungsdialog, Einstiegsdialog ansehen und anhören und anschauen. Auf einer abgelegenen Insel. Da unten ist auch wieder Orange da. Also, du steckst hinter all diesem Chaos. Hast du auch einen Namen? Oder sollen wir dich Katastrophe nennen? Mein Name ist Sturm. Nun Sturm, wir haben dich schließlich gestellt. Zeit, die Zeche zu zahlen, wie es so schön heißt. Mich gestellt? Mich? Ihr seid nur durch die Tür gekommen, die ich euch öffnete. Was? Hast du wirklich gedacht, ich würde euch nicht bemerken, dummes Ding? Du und deine lächerlichen Strategiespielchen? Mehr kannst du nicht. Wie, aber das ist, du konntest nicht. Heißt das etwa, du hast vor allem schon gewusst? Du hast einen dummen Fehler nach dem anderen gemacht. Dachtest du wirklich, du seist mir ebenbürtig, du Närrin? Diese Farce muss beendet werden. Zahle die Zeche, so hieß es doch. Es tut mir leid, Vater. Ich habe mein Versprechen gebrochen. Jetzt ist Schluss. Und wir haben keine andere Wahl, als Andy zu nehmen. Und das bedeutet, wir legen los. Mission 18. Das Finale. Und eigentlich wäre es 21, aber es ist 18. Und habt ihr das gesehen? Ja, es wird heftig. Sonja. Kit, es tut mir so leid. Ihr müsst alle fliehen. Der Feind, Sturm, ist viel stärker, als ich dachte. Alles ist... Dieser Sturm hat dir das angetan, nicht wahr? Andy, bitte, du musst weg von hier. Du willst, dass wir wegrennen? Dieser Kerl wird geschlagen. Andy hat recht. Nur wenige Menschen gehen mir so auf den Geist wie dieser Blödmann. Er darf nicht davonkommen. Ich stehe dir zur Seite, Jake. So sieht also unser Feind aus. Igel! Du bist in Ordnung. Gott sei Dank. Puh. Tami, wir reden später. Zuerst müssen wir ihn besiegen. Jake war dein Name. Ich stehe unter deinem Kommando. In Ordnung, an alle. Wir rücken aus. Ja, damit habt ihr es schon gehört. Es ist eine lustige 1 gegen 3 Mission. Gegen diese Riesenarmada von Sturm. Ja, das ist mal heftig. Und ich habe ja mal erwähnt, wie wir an diese Kos kommen, die wir jetzt hier haben. Ich zeig's euch mal eben in dem Infoscreen hier. Wir haben Andy, Kit und Igel. Ja, und dann natürlich noch der Sturm hier, der mal wieder nichts von sich preisgibt. Immer noch nicht, wohlgemerkt. So. Also, wie kommt man zu dieser hier? Auf jeden Fall erstmal in der Mitte hier, diese Mitte. Ja, ich werde euch jetzt mal ein paar Erklärungen da noch zu einblenden. Also, als erstes mal hier in dieser Mitte.
ist Andy festgesetzt. Da können wir nichts dran machen, das ist halt so. Naja gut, aber er ist ja der Main-Charakter und von daher passt das schon alles. Gut, die blaue Seite. Es ist, es entscheidet sich das in Blue Moon. Ist ja auch eigentlich dann logisch, weil es ja blau ist. Und zwar kann man hier Max, Olaf oder Kit nehmen. Kommt man in die Mission, ich glaube sie heißt Geschichtsstunde war's, dann kriegt man Kit. Kommt man in die andere Mission, wo man gegen Olaf kämpft, ich weiß jetzt nicht wie sie heißt, und besiegt dort alle Einheiten, kämpft man mit Olaf. Besiegt man nicht alle Einheiten, ist hier Max. So ist es eigentlich ganz rasch erklärt. Aber man sieht schon hier viel Fernangriffe und deshalb ist Kit eigentlich die beste Wahl hier. Gut, und dann noch die, meiner Meinung nach, die wichtigste Seite, die grüne Seite. Wie kommt die zustande? Es gibt vier Möglichkeiten, wen man hier bekommt. Und zwar Kanbei, Aichel, Drake oder Sonja. Nutzt man in den vier Green... fangen wir mit Kanbei an. Schaltet man die drei Bonusmissionen frei, die ich ja nach der übernächsten Mission, also die dann als übernächstes kommen werden, nicht, weil nach dieser Mission kommt noch eine Mission, ja, es ist noch nicht die letzte, aber es ist sozusagen das Finale. Schaltet man diese drei Missionen frei, darf man mit Kanbei spielen. Das ist Kanbei. Spielt man die vier Green Earth Missionen alle mit Andy, ist hier Drake. Spielt man alle Green Earth Missionen, je nachdem wie es einem gefällt, mal mit dem, ist hier Tami. Und spielt man alle vier Green Earth Missionen mit Tami durch, wie wir es getan haben, ist hier Aichel. Und man sieht ja auch schon durch diese ganzen Flugzeuge, die hier sind und die wir auch bauen können, demnächst, haben wir hier mit Aichel die besten Karten. So, aber wenn man das hier schon alles sieht, was der Sturm hier aufgestellt hat. Ja, dann wird's wohl richtig heftig. So. Und ich muss sagen, ich habe wirklich ein bisschen Bammel vor dieser Mission. Da bin ich echt wirklich... Es ist eine Mission, die wirklich brutal ist. Und ich bin gespannt, wie es mir hier liegt, wie ich es schaffe, diese Mission. Also ich habe echt kein gutes Gefühl bei der ganzen Sache, aber gut. Wir werden sehen, was passiert. Ich bin echt mal gespannt. So, was sagen die Bomber und Jäger? Okay, die haben noch ein bisschen Weg. Dann stellt die sich einfach mal hier hin. Und da kommt ein Mech und eine Infanterie. Aber man das alles schon sieht, was sich alles aufgestellt hat. Vier Bomber, vier Jäger. Drei Kampfpanzer, sechs Flaks, vier KHLIs. Das ist fast schon brutal. So, also es wird richtig heftig. Ich hätte sie nie allein lassen dürfen. Okay. Na, wenn Kit das so sieht. So, der kommt mal von hinten rum. Ja, du gehst dahin. Na, wobei, den hätte ich vielleicht noch oben gebrauchen können. Naja, egal. Moment, mal gucken erstmal. Ich will mich ja nicht direkt in die Reichweite stellen. Okay, darf hier stehen. So, dann die Luftmeißel in Stellung bringen. Und dann noch die Artillerie. Ja, gut. Dann bauen wir zwei Infanteries. Das verspricht interessant zu werden. Es stand auf Messers Schneide, als ich diesen Klon bekämpfte. Ja, so schaut's mal aus, Aichel. Und jetzt wird die Action richtig losgehen. So, wie weit darf ich gehen? Ich darf bis zu der Base. Okay, also dürfte ich mich bis hierhin bewegen. Ja, es wird richtig lustig. Das kann man mal so ganz offen und ehrlich sagen.
Ja, da darf ich mich auch hinstellen, ne? Ja, gut. Moment mal, Moment mal. Okay, ja, ich stelle mich aber dann doch lieber hier hin. So, und die gehen dahin, die beiden Kailis. So, und was ich auch sagen konnte, ein Vorteil in der letzten Mission war es, dass Sturm seine Gabe nicht eingesetzt hat oder nicht einsetzen durfte. Hier wird er es tun. Und was es für eine Gabe ist, das werdet ihr schon noch früh genug erfahren. Und das wird, ja, nicht schön. Diese Narren. Ihre Truppen sind alle hier versammelt. Sie spielen mir direkt in die Karten. Sie werden den Tag verwünschen, an dem sie wagten, mich zu fordern. Ja, lustige Drohungen von ihm. Oh, da kommt er schon. Da kommt er schon angeflogen. Oh, mit seiner riesigen Armada. Ja, ich glaube, es wird richtig lustig. Okay. Einen weiteren Bomber und 4 Infanteries. Lustig. So. Joa, kann mein Luftmeißel da schon mal irgendwas ausrichten? Nein. Okay. Okay. So, wie viel machen wir bei dem Bomber an Schaden? 90. Okay, das sollten wir direkt mal tun. Wenn er uns schon ja, das Angebot macht, dann sollten wir das annehmen. So, ich guck mal kurz hier eben. Ja, das sieht gut aus. Zumindest einen können wir besiegen. Ja, aber leider nur einen. ja, da kommen wir leider nicht hin. Ja. Bitte, Kahili, jetzt muss ich abhauen. Ja, es ist echt... Es ist lustig. Das kann man mal so ganz offen und ehrlich sagen. Es ist lustig. Ja, dann bin ich auch schon gezwungen, welchen Kaili ich besiegen darf. Ja, es wird spaßig. Das kann ich mal so ganz offen und ehrlich festhalten. Ja, also was mache ich hier? Gehe ich auf Offensive oder gehe ich auf Defensive? Wie viel Zeit mache ich denn bei einem? Den würde ich komplett sogar besiegen, okay. Könnte ich auch... Ja, das könnte ich sogar, aber er hat hier auch 2 Einstellungen. Ja, und mit den Kahelis... Ne, den möchte ich noch nicht verlieren. Die ziehe ich lieber nochmal zurück. Also ihr seht, es wird lustig. So, und du kommst mal wieder schön hier wieder nach oben. Du wirst hier oben gebraucht. So, wir könnten uns jeden Flugzeug besiegen, aber leider nur eins. Und das wird dieser Bomber sein. Die sind im Moment erstmal auch gefährlicher als die Jäger. OMG. Es ist brutal, ja, das ist so brutal, das ist so brutal. Aber ich wette, der wird jetzt auf das Luftmeißel hier gehen, naja. Egal welchen er nimmt, er wird tot sein. Welchen er angreift. Ja, und die gehen mal hier hin. Noch ein Flak. Igel's Turn. Also, ich bin mal echt gespannt, was wir hier so reißen werden. Bin ich echt gespannt. Ja, als erstes sollten wir auch mal diesen Bomber hier killen. Je mehr Bomber wir killen, desto besser. Aber Igel, der ist schon echt geil. Also, bin froh, dass wir auf den hier setzen können. Ich muss auch mal gucken hier, was seine Gabe macht. Info.
Ach du Scheiße. Ja, ja, also das wird jetzt gleich sehr brutal. Das sage ich jetzt mal so offen und ehrlich. So, das wird jetzt wohl richtig schmerzhaft. Ich sag mal nichts dazu, was jetzt kommen wird. Dies ist der Beweis meiner Macht. Meteoritenregen. Na, habe ich zu viel versprochen oder habe ich zu viel versprochen? Allerdings bin ich sogar fast schon noch zufrieden, dass er auf Kid gegangen ist. Ja, das ist mal nett, ne? Das haut mal rein, so ein Meteorit. Ich hab nicht zu viel versprochen, ne? Ja, das wird lustig. Glaube ich mal. Und ich hoffe mal, dass wir irgendeine Chance noch haben werden, was ich aber nicht glaube. So wie er jetzt mit seinen ganzen, mit seiner ganzen Armada jetzt hier aufkreuzt, wird's heftig. Okay, aber diese drei da oben scheinen ja wohl zur Verteidigung zu nutzen. Alter, der hat sich schon wieder einen Bomber gebaut. Alter, ist mal langsam gut hier. Alter Schwede, so, ich könnte mir direkt auch den Bomber vom Hals halten, aber das könnte auch Kid übernehmen, ne? Ja, das kann auch Kid machen, dann, gehe ich lieber auf diesen Jäger. Boah, das wird wohl ein richtiger Fight ums Überleben. Und das wird ein brutaler Fight. Ein Kampf ums nackte Überleben in dieser richtig brutalen Mission. So, und mit Keim kann ich noch eine Gabe einsetzen. Oh, ich bin ja auch erstaunt, dass das direkt geklappt hat, die Formation, die ich haben wollte. Ach du Scheiße, da ist direkt den nächsten Bomber. Na, ich sollte mit denen lieber auf die Flachs gehen. Ja, leider hat er da ja einen Bomber stehen. Da kann ich aber leider nichts dran machen. Oh, wir sind auch schon bei 17,50. Ja, es ist nicht ohne. Also Sturm ist echt nicht ohne. Das muss man mal so ganz offen und ehrlich sagen. Sturm ist absolut nicht der ohne. Nicht der ohne. So, zum Glück stellen seine ganzen Helikopter nicht das allzu große Problem da. Aber vor allen Dingen dieser Bomber macht mir immense... Ja, ich will nicht sagen Panik, aber... Der haut schon rein. Der haut richtig rein. So, dann greif mal den hier an. So, wie weit darf ich mich bewegen? Joa, dann geh du mal dahin und der geht mal dahin. Und ich baue einen Jagdpanzer. Und die dürfen hier noch einnehmen. Ja, also es ist echt brutal. Das muss man mal so ganz offen und ehrlich sagen. Aber ich bin echt noch glücklich, dass das Sturm, ja, ihn hier gewählt hat. Das wäre nämlich nicht so ganz angenehm geworden. Ja, dann sind wir erstmal mit Andy mal wieder durch. So, Eichels Turn. Und es ist eine gute Sache, dass er jetzt diesen Bomber hier killt. Ja, die darf ich erstmal wieder zum Heilen runterschicken. Das wird wichtig. Da,
das ist so wichtig. Joa. So, haben wir hier noch irgendwie eine Einheit? Nö, sieht nicht denn aus. Okay. Artillerie. Ja, wahrscheinlich wird Kit auch eher das Kanonenfutter bleiben. Aichel wird sehr wichtig für unseren weiteren Verlauf. So, du gehst erstmal ganz nach hinten. Ah, weil da hat ja noch ein Jäger stehen. Ja, dann kannst du leider nicht nach ganz hinten gehen. Oh, Junge, das wird noch brutal. Das wird richtig brutal. Richtig, richtig, richtig. Aber da er hier nicht mehr so viele Flugzeuge hat, sollten wir dann eher auf die andere Seite gehen. Ja, ja, können wir ja mal machen. Was es bringt, das weiß ich auch nicht, aber naja. Also es ist echt hier ein Fight ums, ja, nackte Überleben. Oder wie sagt man, so schön. Ein richtiger Fight. Ja, eine Artillerie wollte ich jetzt nicht bauen, aber okay. Können wir ja mal machen. Ja, gut. Dann würde ich sagen, darf Sturm nochmal einen Zug machen. Und dann, ja, bin ich gleich schon wieder gezwungen, den Part zu beenden. Also, was Aichel hier macht, das ist... Ne, was Sturm hier macht, der ist ja unser Gegner. Aichel ist ja unser Partner. Alter Schwede. Ja, Sturm haut rein. Er haut richtig rein. Also das war nur das Warming-up, die letzte Mission. Das, was er hier jetzt macht, das ist... Naja, gut, er hat drei. Okay, das hat jetzt nicht so viel Schaden gemacht. Weil der ist wichtig, der Luftmeißel. Da darf ich nicht so leichtfertig verschleudern. Es ist heftig, es ist heftig. Okay. Ist mal gut? Ist jetzt hier mal gut? Oder, ich frag ja nun mal so, ne? Also... Boah, selbst mit einem Zweier, also selbst mit einem Sechser kann er den auf zwei runtersetzen. Nicht schlecht. Aber ich denke mal, ich dürfte jetzt gleich selber mit der Gabe dran sein. Hey, jetzt ist aber mal ich langsam gut, Sturm. Also jetzt habe ich es langsam begriffen. Das ist ja nicht mehr normal hier. Also was der ja los, wie er hier los, ja, loslegt, das ist... Alter Schwede. Alter Schwede, Andy ist gleich tot, wenn das so weitergeht. Krasser Scheiß, krasser Scheiß. Ja, komm, wir machen nochmal eine Runde. Eine Ehrenrunde. Und ich muss die Gabe einsetzen. Ansonsten bin ich tot. Oder ist Andy tot, besser gesagt. Ja, du darfst den, hier besiegen. Alter, ist das brutal. Ist das brutal hier. Das ist nicht mehr heilig. Absolut nicht, aber... So wie ich gesehen habe, kommt er nicht ganz so nach im Produzieren. Also er hat zwar hier ein bisschen noch, aber... Nicht mehr so viel. Wie viel ziehe ich bei dem Bomber ab? Okay, den würde ich ja fast besiegen. Dann wäre es sogar nicht mehr dramatisch, wenn ich den hier, also wenn ich noch einen K-Heli hier hätte. Joa.
Dann musst du erstmal dran glauben. Weil je mehr Bomber er hat, desto gefährlicher wird es noch hier. Und zwar richtig gefährlich. Ich komme leider nicht ganz hinten hin, aber gut. Ich habe ja zumindest noch Algel. Der kann auch noch ein bisschen machen. Ja, was soll ich sagen? Es sieht nicht wirklich rosig aus. Nicht wirklich, nicht wirklich. So, Kit ist dran. Oh, und er kann nichts machen. Okay, darf ich stehen? Okay. Ich darf sogar noch zur Stadt gehen, ne? Ja, darf ich sogar. Gut. Oh, also es ist nicht ohne, was sie hier machen. Es ist nicht ohne. Ja. So, absolut nicht ohne. Ja, ja. Die Stadt kriegt da noch Kit. So, mehr hat er hier nicht. Ne? Ach, der hat da noch einen Bomber stehen. Ja, aber ich kann mir sogar bis hoch zur Stadt gehen. Zur Base. Es ist brutal, ja, das ist so brutal, ja, das ist so heftig, ja, ja, ja. Es ist heftig. Habe ich jetzt schon genug gesagt, ne? Joa. So, ich würde sagen, wir machen noch Aichels Zug und dann, wenn wir den Part hier beenden, ihr bekommt wieder einen schönen 30-Minuten-Part zu Gesicht. Aber das, was Sturm hier macht, das ist nicht mehr heilig. Gut, dann nochmal Andy darf ran an die Front. Oh, das ist schon mal schön. Das ist sehr schön, sehr, sehr schön. Also wie ich schon damals sagte, Aichel wird ja uns noch den größten ja die größte Gefahr noch ein bisschen vom Hals halten können. Ja, also ihr seht, es ist echt. Hauen und Stechen. Das könnte ich sogar machen, wenn ich ehrlich bin. Ja, das mache ich auch. Ja, hat ja nicht so viel abgezogen. Dann können wir das ja mal schön einen. So, ja, 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 das machen wir definitiv, diesen Kaeli. Tschüssi. Also echt, Aichel, der ist genial, der ist echt. Aichel finde ich gut, finde ich gut. So, hat er noch was? Ja, er hat da noch einen Bomber stehen, aber mehr hat er erstmal nicht. Und er hat auch keine Flachs mehr, also so langsam, entreißen wir uns aus der Schlinge. Das muss man mal so sagen. Gut, also, dann würde ich mal sagen, ich bedanke mich mal wieder, dass ihr zugeschaut habt. Sturm haut richtig rein. Ihr habt es ja gesehen, die Gabe ist... Ach nee, der darf die schon wieder einsetzen. Alter, du willst mich doch verarschen hier. Alter. Ja, ich kann noch nicht sehen, wie viele Einheiten er noch hat. Besetze das Hauptquartier oder besiege alle seine Einheiten. Besiege Sturm mit Hilfe deiner Verbündeten. Ja.
So, ja, also ich denke mal, er wird hier hingehen. Oder, ja, er wird wahrscheinlich hier diesen Raum hier nehmen. Also alles andere wird mich stark verwundern. Wir werden es im nächsten Part sehen. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Ihr schaltet wieder beim nächsten Mal ein. Und, ja, ich hoffe, wir überleben es hier. Bis dann und tschüss.